Hi Fans, hier ist Sören Sturm, Verteidiger. Ich bin 32 Jahre alt und freue mich jetzt endlich in Halle zu sein. Der Hintergrund liegt daran, dass ich mit dem Oberliga-Team aufsteigen will und was erreichen will mit dem Team. Und ich denke, da ist Halle definitiv eine der besten Optionen in der Liga. Das wird sich zeigen. Ich denke, das wird mir Trainer oder wird man dann sehen. Aber wie gesagt, ich versuche, denke ich, mit meiner Erfahrung, die ich in den letzten Jahren doch gesammelt habe, den Jungs da irgendwie weiterzuhelfen. Welche Rolle das letztendlich nachher ist, wird sich zeigen. Um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich habe noch kein einziges Spiel für die Oberliga gemacht und wird heute mein erstes Spiel sein und bin schon gespannt. Ja. Letztendlich ist es aber nur einer. Das ist der Michael Fomin. Der hat mit uns in Ravensburg, also mit mir in Ravensburg gespielt. Und super Zeitgenosse und freue mich, ihn jetzt wiederzusehen. Und ansonsten kenne ich vielleicht ein, zwei Spieler flüchtig. Kann ich nicht sagen. Ich habe noch nicht in der Oberliga gespielt und wir werden es sehen. Und das ist vielleicht der Unterschied ist, dass in der Oberliga nur zwei Importspieler gibt und in der DL2 gibt es vier. Kai kenne ich schon als kleines Kind. Er hat mit meinem Bruder bei den Kölner Haien gespielt und in der Jugend halt zusammen. Und wie gesagt, ich kenne ihn schon, glaube ich, seitdem ich 5, 6 Jahre alt bin. Ja. Das war, glaube ich, harte Arbeit. Ich denke mal, so wie auf dem Eis hat er es dann auch neben Eis getan, hat mich wirklich ständig angerufen und immer nur Positives von Halle erzählt. Und letztendlich hat er es dann dieses Jahr schon geschafft.